Ja, die Frage, Frieden. Warum? Ja, warum Krieg? Da sieht man doch, was für ein Krieg, was für Unheil da bringt und Leid und Elend für die Menschheit. Hatten Sie selbst schon Kontakt mit Krieg? Ja, so indirekt. Nicht so, nicht spürbar in dem Sinne. Ich bin im Krieg geboren, 44. Haben Sie da noch Erinnerungen? Nee. Gibt es noch etwas, was Sie vielleicht als Wunsch an die Zukunft äußern würden? Ja, bloß zufrieden halten, also mehr oder weniger bin ich wunschlos glücklich. Ich muss zu meinem Arzt hingehen und da gibt es keine Termine und einer rennt nicht zum anderen und keiner nimmt neue Patienten auf. Das ist ein Krampf, ist es. Da habe ich noch ganz andere Probleme, als über Frieden und Krieg zu erzählen. Frieden. Und warum? Weil die Menschheit Frieden benötigt, um weiterzuleben. Was sagen Sie zum Ukraine-Konflikt? Das ist fürchterlich. Der Herr Putin muss weg. Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft? Gesundheit. Vielen Dank. Bitte. Frieden. Warum? Na ja, für uns alle. Wie blicken Sie auf den Ukraine-Konflikt? Na ja, das ist so eine Sache. Ich traue dem Ganzen nicht so ganz. Die Medien widersprechen sich. Ganz schlimm. Man weiß nicht, was man davon halten soll. Was wünschen Sie sich von den Medien? Wie sollten die berichten? Ehrlichkeit. Also nicht hier irgendwelche Angriffe von 2014 zeigen, was ganz klein unten steht. Und dann schicken sie da Reporter hin und da trinken die Leute auf der Straße Kaffee in der Ukraine. Alles relaxed und da kann man nicht glauben. Ich glaube, das hat alles schwerwiegende Hintergründe, viel, viel mehr, wie wir denken. Auch mit Corona genau das Gleiche. Wir durften voriges Jahr oder vor ein paar Monaten nicht mal das Gebiet verlassen. Und jetzt werden alle reingeholt. Das begreife ich nicht. Verstehen Sie die Zeit noch und die Menschen? Nee, ach, schon lange nicht mehr. Können Sie sich darüber unterhalten? Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie das nicht sagen können? Na, in der Familie schon. Da haben wir alle die gleiche Meinung. Also, das ist alles Schwindel. Genauso wie sie da gezeigt haben im Krankenhaus. Es war immer ein und dieselbe Person, ich habe mir das gemerkt, die da auf der Intensivstation liegt. Genau wie der liegt und alles. Und also, wenn, dann wären die Menschen noch viel verzweifelter, glaube ich. Also, aber irgendwie. Wann hat das angefangen bei Ihnen, dass Sie den Medien nicht mehr so ganz oder das Widersprüche? Von Anfang an. Also wenn man so Insiderberichte gehört hat, da hat einer mal gesagt, ein entfernter Bekannter, wir können uns nur auf was gefasst machen. Was der erzählt, er darf nicht drüber reden, aber das ist ganz, ich weiß es nicht, also ist alles so undurchsichtig, ja. Denn mit den Impfungen, erst ab 60 Impfungspflicht, dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, das ist ja blöd, die 60-Jährigen zu impfen, müssen wir mehr Rente zahlen, jetzt auf einmal alles wieder weg, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil wenn das so ist mit dem Krieg, die Menschen tun mir leid, ja, aber wenn dann Leute an der Seite stehen und auf Bestellung schreien die denn und rennen los, ist alles erwiesen, also genauso wie sie uns mit allem anderen auch bescheißen. Fühlen Sie sich in diesem Land noch wohl? Nee, schon lange nicht mehr. Und ich muss Ihnen sagen, ich war auch nicht in der DDR mit allem einverstanden, aber was jetzt passiert, ist doch viel, viel schlimmer. Da waren unsere Regierung gar nicht so schlimm. Ist meine Meinung, ja. Also da war das noch Pillepalle. Wenn man sagt so, weil wir haben gewusst, wir leben hier und das ist eine Grenze, da haben wir nicht dran zu suchen, Schluss aus, basta. Wer Geld hatte, konnte ja nach Bulgarien und Ungarn und alles, aber naja, was soll's. Wir waren glücklich hier, viel besser, ne? Also mehr als wie jetzt. Jetzt tun mir die Rentner leid, die Älteren. Also es wird sehr viel Flaschen gesammelt unter älteren Menschen, das sieht man. Ja. Altersarmut ist auch in Berlin sehr sichtbar. Das ist das Schlimme. Und was ich auch nicht verstehe, das ist schon vor Jahren so gewesen. Die können alle hierher kommen, können sie auch alle machen. Wegen mir soll hier jeder seinen Platz haben. Aber wir zahlen hier Krankengeld ein und alles. Und ich habe nichts gegen die Ausländer. Mein Schwager ist selbst Türke.
aber wir kommen ja hier schon unter den Voraussetzungen, wir wollen eine Brille, wir wollen neue Zähne, wir wollen neue Tüftgelenk, neue Kniegelenk. So kommen die schon hierher, ja, und das verstehe ich nicht. Ich sitze seit ein paar Jahren im Rollstuhl, hatte einen Schlaganfall. Ich muss um jede Detail kämpfen, ob es Diabetiker-Teststreifen sind, ich muss überall für alles betteln. Ich komme bei keinem Diabetologen ran, weil alles überfüllt ist, die kommen hierher und haben alle. Das ist nicht mein Ärger, ja. Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft? Tja, dass das besser wird. Weil ich habe 4 Enkelkinder und... Ich danke Ihnen. Scheiß Zeiten. Das ist alles so ungerecht, ne? Weil wir müssen Kopfstand machen beim Amt, ne? Dürfen uns nicht mehr von den Eltern was schenken lassen, müssen wir alles angeben, ja? Und die können ja her und die kommen ja auch schon hierher mit der Voraussetzung, gebt uns mal. Ich wollte selber einen Kinderwagen abgeben. Nee, den nehmen wir nicht, keine Marke. Im Ausländerheim, ehrlich, wirklich. Unsere Kinder haben auch drin gelegen. Das ist ganz normal, aber die fahren rum mit 1000 Wagen, teure Wagen, ja. Und das verstehe ich nicht. Die haben Markenklamotten an, die größten Handys. Und das ist das, was ich nicht begreife. Und das traut, ich habe noch mit einer Frau vom Arbeitsamt gesprochen, die hat sich nicht getraut zu sagen, nein, das kriegen sie nicht. Weil sie Angst hat, sie wird unten aufgelauert, ja. Wir müssen über alles betteln, das ist so schlimm. Ich meine, wir leben bescheiden, mein Mann ist Bauleiter, aber trotzdem, der kann jetzt wegen mir kaum noch arbeiten gehen, weil ich also einen halben Tag die Pflege brauche. Er muss mir Essen machen, muss mir zur Toilette helfen, alles, ja. Deshalb kann er uns noch verkürzt arbeiten, ja. Aber wir leben eben bescheiden, wir kommen damit aus und jeder soll hier sein Auskommen haben und alles haben. Aber was sie mit uns machen? Bei uns kein Mehl, kein Öl. In Russland sind die Regale voll. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. In Polen sind die Regale auch noch voll. Auch noch. Ja, also das ist unbegreiflich. Und die Preise, können Sie mit den Preisen noch mithalten, die jetzt so langsam im Supermarkt, es steigt ja rapide an, ne? Ja, man muss gucken, was man kauft. Eben gab es Butter Kerrygold 1,49 hier bei Netto, ja. Also Butter Kerrygold 1,49 aktuell bei Pen. Nee, Netto ist das. Ja. Mhm. Und ich meine, das sind so Kleinigkeiten, ne? Wir haben noch nie auf großem Fuß gelebt. Wir kommen schon aus, halbwegs. Aber eben, wenn Eltern und Großeltern nicht wären, dann würde man hier nicht mehr zurechtkommen, ne? Naja. Und die Kinder, die einen eben helfen, auch, ne? Obwohl sie selber schwer arbeiten. Ja, mein Sohn war selbstständig. Der hat nichts bekommen, wie Corona losging und er nicht mehr arbeiten konnte. Nicht ein Pfennig. Der konnte keine Miete mehr bezahlen, nichts, ja. Hat keiner nachgefragt. Dem wollten sie die Wohnung räumen, der stand dann auf der Straße, aber das haben wir noch abwenden können, weil meine Eltern ihm das Geld gebockt haben. Ne? Wahnsinn. Und das ist das, was uns ärgert hier. Ne? Also die Wirtschaft, man sieht auch immer mehr Läden schließen. Der Lindencenter, der ist ja nur noch halb gefüllt. Ach, da war ich schon Jahre nicht mehr. Da geht nicht mehr hin. Hälfte ist zu. Ja. Na, da ist irgendwie zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen, zu viel Ausländer, die mit dem Geld rumschmeißen, wo Kinder, kleine Kinder, die vom Krieg angehen, die kommen mit Pistolen rumrennen. Wenn es nur Wasserpistolen sind, aber irgendwie rechnet sich da alles nicht. Die haben doch wohl anderes nötig, wie das hier zu kaufen. Ne? Mein Enkel wird in der Schule beschimpft, der ist der einzige Deutsche in der Klasse, ja. Der wird beschimpft von den Ausländern, ja. Seine Mutter wäre Geringverdiener, der ist 10 Jahre alt, ne. Meine Tochter arbeitet in der Pflege, ja. Die ist von morgens weg bis weiß ich wann. Lernt er denn noch gut in der Schule? Kann man da gut Deutsch lernen? Lernt er schreiben und lesen? Klappt das alles? Naja, das klappt schon, aber er passt sich immer mehr den Ausländern an. Er redet schon wie die, ja, und aus Gestik, Mimik. Meine kleine Enkeltochter, die fängt schon an, Russisch zu reden von Nikita, ja, also... Das ist Wahnsinn. Ist wirklich so, also es ist grauenvoll. Wir leben hier in Deutschland. Wenn wir stolz sind auf unser Land, sind wir gleich Nazis. Ja, was haben wir damit früher zu tun? Nichts.
Also naja, das könnte man noch stundenlang weitermachen. Ich bin da so böse drüber. Aber es ist bald nicht mehr zu aushalten und irgendwann knallt es auch noch richtig doll. Also, ich meine, wenn man guckt, was bei uns regiert, ja. Also, da war die Frau Merkel ja noch besser, der jetzt hier und alle. Haben Sie eine Botschaft an die Politiker, an die aktuelle Regierung? Naja, sich mal ein bisschen mehr kümmern, nicht, dass die sich immer alles erhöhen, sondern den Hartz-IV-Satz mal ein bisschen hochsetzen. Jetzt ist er hochgesetzt worden um 3 Euro pro Person. Ich lache mich tot. Da kann ich gerade mal eine Fahrt mit der Bahn machen. Ja? Oder 2 Päckchen Butter. Oder 2 Päckchen, wenn es im Angebot ist. Ja, ein bisschen sich mehr kümmern drum, dass man Erleichterungen hat. Ne? Meine, auch so steuerlich oder irgendwie, dass man... Die müssten sich mehr kümmern. Die müssten mal eine Woche leben, so wie eine Woche mal. Ja, da stellt sich denn so ein Mann hin und sagt, aber Spritpreise interessieren mich nicht. Ich guck da nicht aufs Geld, ich verdiene ihn doch. Wie kann man sowas sagen? Ne? Also, naja. Ich wünschte mir manchmal die DDR zurück. Ist wirklich so. Da waren wir in Sicherheit. Ich meine, es wurde auch nicht so viel in der Presse geschrieben über Mord und Totschlag, das hat uns alles ja nicht interessieren dürfen. Das wurde ja heimgehalten. Ist ja auch richtig so. Jetzt macht man sich viel mehr verrückt. Das ist schlimm, weil man das gar nicht alles verarbeiten kann. Ne? Das war schon gut. Also ich war auch nicht mit allem einverstanden, wenn Kaufhalle, wie sich kam ein, ich war selber im Handel in der DDR. Da kam ein Karton Joghurt für ganzes Wohngebiet geliefert, ja. 40 Pfennig, Ostpfennig. Der war natürlich in 10 Minuten alle, ne. So, aber das war, davon hängt die Welt nicht ab. Das wissen wir jetzt, ne. Ach, das war noch schön, wenn man einkaufen ja ist zu Weihnachten. Es gab Apfelsinen manchmal. Und wir hatten ja hier alles im Handel. Ich konnte sowieso an alles ran, ne. Heute ist es doch, da liegen die Osterhasen schon Weihnachten wieder im Regal oder Weihnachten zum... Ich sage, wir sind mal nach Ibiza geflogen 1994 mit einer Packung Lebkuchen, haben die am Stand gegessen, ja. Weil die hier schon zu kaufen gab. Ja. Sind wir im Oktober geflogen, Anfang Oktober, und haben dann am Strand eine Packung Lebkuchen gegessen, weil es die hier schon zu kaufen gab. Ja. Ne? Das gab es für dich, da war man froh, wenn man was hatte. Ja. Ne? Und wir oder waren gebacken. Meine Oma hat Marzipankartoffeln selber gemacht, alles selber gemacht, ja, und wir waren glücklich. Der Duft von Apfelsinen, heute riecht das alles nicht mehr so. Ist zu viel Überfluss? Ja, ja. Und doch so viel Armut und Elend? Ja. Was nützt es, wenn sich eine Rentnerin noch nicht mal mehr Fleisch kaufen kann in der Woche, ja? Also ich finde das sehr, sehr traurig. Die waren lebenlang arbeiten und kriegen heute nichts. Ja, ich habe 3 Kinder. Ich werde auch nicht so viel Rente kriegen. Ich bin jetzt 62. Ich war immer verkürzt arbeiten, ne, im Handel. Ja? Aber gut, ich habe mich lieber um meine Kinder gekümmert. Ne? Damals hat man ja noch nicht dran gedacht, was wird später. Da hätte ich das gewusst. Hätte man mehr zur Seite gepackt. Aber das ist ja dann auch alle Tisch mehr wert. Wenn jetzt hier irgendwas ist, dann können wir das alles wegschmeißen. Das ist nicht schön. Ich danke Ihnen. Ja, bitte, bitte. Krieg oder Frieden? Frieden. Warum? Ja, weil das nötig ist in dieser Welt. Haben Sie in Ihrem Leben schon mal Kontakt mit Krieg gehabt? Ja, ich bin ausgebombt in Dresden. Haben Sie da noch Erinnerungen? Ja, da war ich 7 Jahre. Genaue Erinnerungen habe ich da. Wir sind 4 Tage unter Schutt haben wir gelegen. Mutter, ja. Vater, Bruder und ich. Waren Sie der jüngere oder der ältere Bruder? Ich war der älteste. Wie alt waren Sie da, wenn ich fragen darf? 7 Jahre. Ach Gott. Das habe ich gut in Erinnerung. Dresden brannte lichterloh. Und ich war von dem Kern des
Dresdens entfernt, etwa 2 Kilometer vom Dresdner Zwinger. Hat Sie diese Erfahrung geprägt? Macht ja, das? Die hat mich lange beschäftigt. Und jedes Mal, wenn der Jahrestag kommt, 13. Februar 1945, denke ich daran. Wie blicken Sie jetzt auf den Ukraine-Konflikt? Oh, da habe ich eine richtig vernünftige Meinung. Ich gehe davon aus, was der Herr Putin da macht, ist unmöglich. Er gehört vom Gericht mit seinen Oligarchen. Wie stehen Sie zu Waffenlieferungen in die Ukraine? Waffenlieferung ist so eine Geschichte. Deutschland hat da ziemliche Probleme mit. Die haben Waffen in 2 Weltkriegen eingesetzt, besonders im 2. Weltkrieg. Mhm. Haben andere überfallen, haben die Russen überfallen und andere Länder. So kann das nicht gehen. Das muss auf jeden Fall bestraft werden. Zu Waffenlieferungen selbst. Keine Waffen, also keine Panzer. Mhm. Und kein schweres anderes Gerät. Sehen Sie Deutschland an einer besonderen Verantwortung aufgrund der ersten beiden Weltkriege? Ja, die haben Verantwortung schon aus diesem Grund. Können Sie verstehen, warum die Politiker nicht miteinander reden? Wieso gibt es keinen, also in jedem normalen Konflikt würde man ja sagen, man redet miteinander. Also so machen das ja normal sterbliche Menschen. Selbst, ne? Die größten Feinde müssen miteinander reden. Können Sie sich erklären, warum es nicht passiert? Warum hat man nicht Putin und Konsorten alle in einem offenen, transparenten, sichtbaren Gespräch? Können Sie das verstehen? Erklären. Kann ich schlecht, aber ich würde sagen, das muss unbedingt erfolgen. Sie müssen weiter reden. Sie dürfen nicht stumm bleiben. Gibt es einen Wunsch oder etwas, was Sie gerne noch sagen würden, vielleicht an jüngere Menschen? Ja, sie sollen den Älteren folgen, die das schon mal miterlebt haben. Vielen Dank. Bitte. Na, Frieden, wie immer. Wir brauchen den. Alle. Wie blicken Sie auf den Ukraine-Konflikt? Ist traurig. Sehr traurig. Ja? Der Putin, der denkt nur an seine Macht, an sein Geld, an was ich, an alles. Der Putin, der denkt nicht mehr nach. Wie blicken Sie auf Waffenlieferungen in die Ukraine? Ja, eigentlich schon. Die helfen und das brauchen wir. Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft? Frieden. Frieden für mich, für die Welt, für die Kinder, für meine Enkelkinder und für meine Urenkel. Och, wie alt sind die? Meine Enkelkinder, die sind jetzt 19, 16, 17. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und der Jüngste ist jetzt 10. Ach Gott, ihr. Also ich hoffe, dass noch was zukommt. Ja, schön, schön. Na dann, alles Liebe Ihnen. Dankeschön Ihnen auch. Danke, tschüss. Tschüss. Also eine ganz ehrliche Haut. Ja. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen, ja. Alles Liebe. Für Sie auch, ja. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.